im Sarganser Land, denn ist es bald so weit. Es freuen sich schon gross und klein auf unsere Siegerzeit. Es kommen Leute von nah und fern, sind gerne unsere Gäste. Am Tag ein interessante Mess, am Abend gibt's ein Fest. Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zur Eröffnungsfeier der Siegermesse 2023. Danke, dass Sie heute die Gäste der Sieger und der Gastgemeinde Flums sind. Gemeinsam eröffnen wir nun die Siegermesse 2023. Begrüßen Sie mit uns unsere charmante Moderatorin Brigitte Traufer. Jahr Siegau, 40 Jahre persönlich erleben. Wie schön, Sie alle heute hier zu sehen. Wie schön, dass Sie alle heute persönlich an die Siegau gekommen sind. Wir haben es bereits im Lied von Stefan Roos gehört. Ja, es ist wieder Siegau-Zeit. Und darum ganz herzlich willkommen zum Kick-Off 2023. Was der Regierungspräsident Freddy Fessler, der Vorsteher vom Justiz- und Sicherheitsdepartement, 1983 so getragen und getrieben hat, das weiss ich nicht so genau. Ich probiere es dann später beim Apero aber noch herauszufinden. Er ist aber für eine ganz andere Aufgabe da. Er wird uns nämlich jetzt das Grußwort vom Kanton St. Gallen überbringen. Wir freuen uns sehr, dass er wieder zurück in seinem Amt ist und heute hier mit uns Siegau feierlich eröffnet. Herzlich willkommen, Regierungspräsident Freddy Fessler. Mit dem Sarganserland habe ich spezielle Verbindungen. Ich war ja früher mal Anwalt und ich habe auch hier oben einen Streit geführt an den Gericht. Und die Streit im Sarganserland, die habe ich als besonders hartnäckig in Erinnerung. Also wenn dann hier oben gefeitet wird, dann, ja, dann probiert man alles. Ich war letztes Jahr auch der Hauptversammlung der Talgemeinschaft. Und dort habe ich mir ja auch überlegen müssen, was ich sagen soll. Und ich habe dann da gesagt, wo mir einfach so assoziativ in Sinn gekommen ist, zum Stichwort Sarganserland. Und da war ein Vergleich mit dem Bellier im Jura. Also eine Gemeinschaft, die zusammenstehen kann, die auch kämpfen kann, die eigenen Interessen vertreten kann. Ich habe das also nicht despektierlich gemeint, sondern eher bewundernd. Und ich bin jetzt auf den Vergleich auch hier rein schon wieder angesprochen worden. Also entweder sind die Leute verrückt worden oder haben sie wirklich einen speziell guten Vergleich gefunden. Die St. Galler Regierung weiss, dass Sarganserland bereit ist, für die eigenen Interessen einzustehen. Und wenn man die Bereitschaft kennt, dann beeinflusst das gelegentlich auch die Haltungen zu speziellen Geschäften. Die Siegau ist aus dem Sarganserland nicht mehr wegzudenken. Das zeigt sich an den konstanten Besucherzahlen, aber auch an der hohen Prozentzahl an
lokalen Gewerbeausstellenden. Zu dieser Bilanz will ich Ihnen, geschätzt Messeteam von der SIGA, ganz herzlich gratulieren. Insbesondere, weil Sie ja wie alle anderen Messen auch keine einfache Zeit hinter sich haben. Und da in einer Zeit, wo Publikumsmessen grosse Mühe haben, zum Teil auch geschlossen worden sind. In den Medien kann man immer wieder von Messeuntergang lesen. Und da können Sie auf Ihren Erfolg stolz sein. Er ist nicht selbstverständlich und natürlich nur möglich mit dem nötigen Einsatz. Ich glaube, da liegt aber auch daran, dass die Besuchenden auch spüren, dass sie die Messe mit Herzblut durchführen. Sie arbeiten damit nicht nur für den Wirtschaftsstandort St. Gansaland einen Mehrwert, sondern eben mit dem Rahmenprogramm auch für ihre Bevölkerung. St. Gansaland ist unter anderem durch die heutige Gastgemeinde Flums und ihrem attraktiven Wander- und Skigebiet von den Flumser Berg ein wichtiges und attraktives Tourismusgebiet, das auch in die Hauptstadt abtut, ausstrahlen. Durch sie sind wir auch schweizweit bekannt. Aber wie die Prämierung vom Verrucanus in Mels am Swiss Destination Award gezeigt hat, spielt St. Gansaland auch beim Schweizer Konferenztourismus ganz vorne mit. Wir kommen immer wieder gern mit regionalen und internationalen Gästen nach Mels und nützen auch das Angebot. Aber nicht nur im Tourismusbereich nimmt das Gansaland für den Kanton St. Gallen eine wichtige Rolle ein. Auch im Bereich der Neuansiedlung von Unternehmen und Start-ups verzeichnet die Region St. Gansaland Werdenberg zusammen mit dem Rintel die höchsten Zahlen, was halt auch dafür spricht, dass es da attraktive und interessante Rahmenbedingungen für Unternehmen gibt. Aber trotz all dem, was gut läuft, auch das ganze Land steht vor Herausforderungen. Der Kanton St. Gallen versucht, die Region dabei so gut wie möglich zu unterstützen. Sehen aber nicht alle gleich, aber wir probieren es auf jeden Fall. Und wenn man nur zum Teil verschiedene Brillen benutzen, die Anliegen sind häufig die gleichen. Ich will kurz auf 3 Anliegen eingehen. Erstens wollen wir attraktivere Rahmenbedingungen für den Wirtschaftsstandort ermöglichen und langfristig die Wettbewerbsfähigkeit stärken. So sehen wir im Bereich der Wirtschaftsförderung, auch der Tourismusförderung, zahlreiche Förderschwerpunkte und Massnahmen vor. Ich weiss selbstverständlich, dass nicht alle bei Ihnen das Gefühl haben, wir machen das aus im nötigen Ausmaß. Aber trotzdem, konkret immer im St. Gansaland Gemeinden, touristische Leistungsträger und Tourismusorganisationen unterstützt und in den letzten 2 Jahren mit dem Gebiet Bad Ragaz-Pfäfers und auch Flumser Berg zusammengeschafft.
So hat etwa das Biker-Netzwerk als Kooperation von verschiedenen Akteuren gestartet werden können. Ich zähle mich selber zu den Bikern und weiss, wie attraktiv das es ist, selber zu biken. Jetzt muss man nur noch das entsprechende Angebot machen. Im Vordergrund steht die Entwicklung von Velo und auch Mountainbike-Angebot für die Bevölkerung als Naherholungsgebiet, aber auch für den Tourismus. So beispielsweise im Bike-Angebot in der Region Flumserberg, das Mountainbike-Angebot im Raum Bizol oder der E-Bike-Verleih bei den Tamina-Thermen in Bad Ragaz. Das soll zu einem attraktiven Sommerangebot führen und das Tourismusangebot diversifizieren. Aber auch die Sicherung vom Wintertourismus ist für uns ein wichtiges Thema. So unterstützt der Kanton über die neue Regionalpolitik ein Beschneiungsprojekt am Pizol. Damit soll die Beschneiung der Hauptpiste vom Meienberg bis Schwamm sichergestellt werden. Der kulturelle Bereich ist ein zweites Anliegen, wo der Kanton mithilft, mitinvestiert. So gehört das alte Bad Pfäfers seit 2018 wieder im Kanton. Und der Kanton stellt die Liegenschaft der Stiftung für die kulturelle Nutzung zur Verfügung, fördert das Kulturprogramm gemeinsam mit den Gemeinden Pfäfers und Bad Ragaz finanziell und prägt damit die Entwicklung vom kantonalen Kulturstandort mit. Zudem sind wir gemeinsam mit Sargans, der Region Sarganserland-Werdenberg und dem historischen Verein RA, Schloss Sargans, aufzuwerten, ein Museumskonzept auszuschaffen, damit das Schloss noch attraktiver wird als Ort, wo man gerne hingeht. Ein drittes Anliegen ist der öffentliche Verkehr. Wir haben uns sehr stark dafür eingesetzt, dass die Anbindung an den öffentlichen Verkehr verbessert wird. Für eine Region ist die Erreichbarkeit ein absolut zentrales Thema. Und nur wenn das funktioniert, kann man im Tourismusbereich, aber auch als Wirtschafts- und Lebensort attraktiv bleiben. Konkret sehen Sie das Resultat daran, dass Zürich in weniger als einer Stunde erreichbar ist und dass ab Dezember 2024 ein Halbstundentakt zwischen Sargans und St. Gallen bestehen wird. Das Letztere wird durch den Doppelspurausbau im Rheintal ermöglicht, wo während der Bauphase notgedrungen halt auch gewisse Einschränkungen mitbringen. Aber sie werden dafür in der Zukunft können profitieren und ja, mit einem gewissen Verzug auch entschädigt werden. Und sehr wichtig ist, dass es ermöglicht, dass wir noch einfacher persönlich zu Ihnen in die Region reisen können. Und in dem Sinn hoffe ich auf viele persönliche Begegnungen an der SIGA, wünsche Ihnen, geschätztes Messeteam, geschätzte Ausstellerinnen und Aussteller,
aber auch Ihnen, liebe Besucherinnen und Besucher, wertvolle Begegnungen, interessante und inspirierende Inputs, aber vor allem auch viel Vergnügen an der Messe. Geniessen Sie Sieger 2023. Danke vielmals. Bitte kommen zu mir auf die Bühne, Verwaltungsratspräsident Markus Oppliger und der Messeleiter Jürg Stopp. Ist jemand von euch an der ersten Messe dabei gewesen? Mit dem René zusammen? Ich bin sicher dabei gewesen. Ob ich den René drauf habe, das kann ich nicht sagen. Aber ich weiss, dass ich sicher gewesen bin. Ja. Ich weiss nur, ich war damals junger Buchhalter gewesen. Und einer der Initianten der Sieger, das war ein Kunde von uns. Und ich meine mich zu erinnern, dass ich dann, glaube ich, die erste Abrechnung irgendwie hat dürfen machen. Oder an das mag ich mich noch erinnern, aber sonst an die Festivitäten, die sind weg. Jürg, du bist ja, nicht da. Ich bin eigentlich sicher, ich bin nach so ein bisschen in meine Wanderjahr, beruflichen Wanderjahr aufgebrochen. Ich bin im 83 nicht im Sarganserland gsi, bin in Rapperswil-Jona rum gsi und ich habe eigentlich die Sieger nicht mitgekriegt, aber seit ich wieder zurück bin, habe ich natürlich jedes Mal jede Sieger-Ausgabe dürfen miterleben und das zum Teil auch mitgestalten. 1983. Scheiße. Der Jürg auf der linken Seite und der Markus rechts. Da wäre jetzt eben der Fokus Hila. So lange war es nicht gewesen. Es geht noch. Ja, eine lange Zeit ist nicht nur die Zeit 1983 vergangen, sondern auch seit der letzten Durchführung der SIGA. Es war ein Jahr länger gewesen, als wir eigentlich alle gemeint, geplant und gehofft haben. Wie geht es euch jetzt, wo es, damals kann man wirklich sagen, endlich wieder losgeht? Wie fühlt ihr euch? Ich darf zum zweiten Mal sagen, diese Woche super happy. Vor einem Jahr war es natürlich nicht klar, dass wir heute hier sein können. Wissen wir alle noch, die Messe müssen verschieben, absägen letztes Jahr. Und dann hat er relativ schwierige Zeiten für das Messeteam, für den ganzen Verwaltungsrat angefangen. Wir haben die Firma, die Siegerausstellung angeht, zuerst wieder müssen rekapitalisieren, wir müssen risikofähig machen, dass wir überhaupt so ein Vorhaben haben können angehen. Und da sind wir mit viel Engagement sind wir dahinter. Und irgendwann sind wir zum Punkt gekommen, wo wir können sagen, jetzt drücken wir den Startknopf, jetzt geben wir Vollgas und jetzt sind wir da. Jürg, wie ist für dein Gefühl? Das ist ein herrliches Gefühl. Wenn man bald zwei Jahre so eine Messe am Planen ist, am Vorbereiten ist, in jedem Detail am Schleifen ist, und dann, wenn man meint, man könnte es durchführen, nochmal voll auf die Bremse muss, nochmal ein Looping muss fliegen von einem vollen Jahr und jetzt anderthalb Monate aufbauen, alles vorbereiten im Detail, dann ist jetzt der Moment, wo wir, das Siegerteam, dürfen, unsere ganze Länderbevölkerung, Ihnen als Aussteller, als Sponsoren, als Gäste, dürfen die Sieger eigentlich als Geschenk überreichen. Planen ist lustig, vorbereiten ist toll, aber jetzt ist der Moment da, wo es anfängt an Leben, wo es anfängt uns Spass machen. Und ich glaube, wir sind einfach jetzt mega glücklich. Sie sehen, auch die Sonne scheint unterdessen, nach den vielen Regenmonaten, die wir hatten, dürfen wir jetzt auch wieder die Sonne ein bisschen geniessen. Und plötzlich kippt es und plötzlich ist nicht mehr kühl in dieser Halle, sondern es wird schon schön warm.
Du hast Stichwort gerade schon gegeben, das Wetter, das ist ja immer an der Siga ein riesiges Thema, oder besser gesagt, vor allem vorher. Und auch dieses Jahr hat es auch wieder gereicht, sehr, sehr viel Regen. Wie sind die Aufbauarbeiten gelaufen? Ja, das Siga-Wetter hat es in sich. Also wir müssen wirklich sagen, der Starkregen hat uns einige grosse Herausforderungen gegeben. Wir haben aber super Bauteams, die die Kiespisten gebaut haben, die Messezelte gebaut haben. Das war eine riesige Herausforderung. Wir sind wochenlang knöcheltief im Schlamm gestanden. Ihr müsst euch das vorstellen, die Messehalle hier von 30 Metern, die ist, wo es so stark geregnet hat, ist die um 20 cm nach links, nach rechts, ist die ausgelaufen. Die Nägel haben nicht mehr gehabt in der Erde. Käppeli hat gesagt, wir können eigentlich gar kein Kies mehr reinbauen, weil das Kies ist alles auch eigentlich im Flotsch versunken irgendwann. Und das war ein riesiger Kraftakt gewesen. Für das danke ich allen, die mitgeschafft haben, dass jetzt die Infrastruktur so steht, wie wir sie jetzt heute erleben dürfen. Das war eine Gewaltleistung. Danke. Also, bei dir sicher auch eine grosse Erleichterung, dass es jetzt einfach Sonnenschein ist und losgeht. Absolut. Was unterscheidet die Siga von anderen Regionalmessen? Wenn ich jetzt ein Vertreter von Bayern München wäre, würde ich sagen, Mia San Mia. Nein, Spass beiseite. Wir machen die Messe alle drei Jahre. Wir haben auch schon überlegt, einen kürzeren Rhythmus zu machen, sind aber überzeugt, der Dreijahresrhythmus ist der richtige. Wir haben die Messe 9 Tage aneinander. Auch das haben wir kritisch hinterfragt, ob wir das ändern wollen. Das haben wir auch nicht geändert, weil wir einfach spüren, dass das die richtige Vorgehensweise ist. Denn wir haben das schon jetzt zweimal gehört. Wir haben 3/4 der Aussteller ist regionales Gewerbe. Und wir haben da schon ein paar Auswertungen, das ist auch gut. Aber wir sind eine Messe, man kann sagen, vom Gewerbe für das Gewerbe. Und auch bei der Messe selber haben wir uns auch schon mehrfach überlegt, wollten wir die grundsätzlich ändern, einmal weggehen von einem geführten Rundgang zu einem Free-Float-System. Und auch das haben wir nach intensivsten Diskussionen haben wir verworfen, weil wir haben gesagt, wir möchten die Leute durch die Messe durchführen, nicht im Sinn, dass wir sie irgendwie bevormunden wollen, sondern dass wir jedem Aussteller, der für seinen Quadratmeter halt etwas zahlt, dass der die Chance hat, dass die 40 oder hoffentlich sogar 50'000 Leute an seinem Stand vorbeilaufen. Und so sind wir eigentlich aufgestellt. Oder? Und das kann man selber abwägen. Es gibt nicht mehr viele Messe, die genau so organisiert ist. Und wir sind von dem Konzept überzeugt. Das ist übrigens auch etwas sehr Schönes. Ich habe es gerade vorher gedacht, es ist immer so gleich. Es ist so ein richtiges Heimkommen. Man kommt ins Siga-Areal rein und man weiss einfach, was wo ist. Ganz ist auch nicht selbstverständlich. Jürg, was erwartet Messebesucherinnen und Besucher in diesem Jahr? Es erwartet euch eine wunderbare Messe, so wie ihr sie erwartet. Es sind 3 Standbeine. Es ist eine zünftige Gewerbmesse. Wir sind stolz darauf, dass der Kern intakt ist, mit über 150 Messeständen, gesamthaft 388 Partner und Sponsoren. Eine richtig ausgewachsene, zünftige Gewerbmesse, die wir hier präsentieren. Das ist der Kern unserer Sache und es ist wirklich toll, wie unsere Aussteller, Gewerbler die Stände gestaltet haben. Das Zweite, es ist wahnsinnig, was in dieser Eventhalle stattfindet. In 9 Tagen werden hier 20 Anlässe stattfinden. Wir danken für das Vertrauen. Wir haben schon am letzten Vorwochenende Gäste begrüßen, die Halle ist gefüllt worden mit sehr, sehr vielen Leuten. Es hat alles wunderbar funktioniert. Es sind also nicht nur unsere eigenen Flaggschiff-Veranstaltungen wie das Wirtschaftsforum, der Ladies Day und Sportarena, sondern es ist das Vertrauen auch von ganz vielen Vereinen, Organisationen und Partnern, die ihre Hauptversammlungen und ihre Events hier durchführen. Und das Letzte noch, das gehört auch dazu, man soll die Feste feiern, wie sie fallen, die 9 heissen Partynächte auf der Siga. Und auch hier für uns speziell ist das Besondere,
Wir haben, uns ist gelungen, ganz viele regionale, einheimische Musikformationen zu finden. Kommt mal hören. Und ich weiss, es wird nicht schnell heimgehen sein. Und wir werden zweimal kommen, dreimal sein. Auf diesen drei Standbeinen sind wir, also von dort her, Ziga, wie man sie erwartet von uns. Schön. Dürfen wir uns darauf freuen. Und was wir uns auch freuen, ist natürlich Gastgemeinde Flums. Du bist sicher schon durchgelaufen und kannst uns schon ein bisschen etwas verraten. Auf was dürfen wir uns dort freuen? Ich könnte selbstverständlich, wenn ich will, aber ich möchte nicht. Nein, es wäre schade, wenn ich da schon alles würde erzählen, was Gastgemeinde Flums vorbereitet hat. Das überlassen wir dann der Rita Zimmermann und am Christoph Gull. Die machen das dann nachher auch besser, als ich das jetzt könnte. Was ich aber über Flums jetzt schon darf sagen, möchte mich bei der Gemeinde Flums und beim Gewerbeverein Flums ganz herzlich bedanken. Wir haben eine super, super gute Zusammenarbeit gehabt. Auch die ist natürlich einmal unterbrochen worden durch die Verschiebung von der Messe. Und dann, wie das halt ist bei so Übungen, man ist am Rauffahren, dann geht es wieder runter auf fast auf Null und dann muss man es wieder rauffahren. Und die Zusammenarbeit mit euch hat super gut geklappt. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich habe es probiert, bei dir ist nichts herauszufinden, ich probiere es bei Bürgwitter. Aber ich frage jetzt nicht nach Flums, sondern ich habe am Anfang so ein bisschen von den Trends von 1983 erzählt. Du bist auch garantiert schon durchgeschlichen und könntest uns alles schon erzählen. Aber verrat uns doch einfach so ein bisschen, was sind Trends, die wir entdecken dürfen? Ja, ich glaube, ich kann die Messe auswendig. Ich weiss, jeder Messestand, wo er ist, hat er so viel Mal schon im geistigen Auge gesehen und auch beim jetzt Aufbau. Von den Trends ist schon interessant, also es gibt ganz klare Trends bei uns jetzt hier im Messegeschäft, wo wir merken, das eine, was uns sehr freut, uns ist es gelungen, demal neben dem Gewerbverein Standort auch einen sogenannten richtig schön grossen Sarganserländerecke zu gestalten. Im Sarganserland hat es viele Betriebe, die sind nicht in einem Dorf daheim, sondern die sind für die ganze Region da und die fühlen sich sehr wohl, wenn man in einem Sarganserländerecke sie dort positionieren, sodass sie die ganze Bevölkerung dürfen ansprechen. Ich mache ein Beispiel, Tamina Therme, Klinik Valenz, das sind alles Betriebe vom Sarganserland fürs Sarganserland, die sind jetzt im Neu, im Sarganserlander-Ecke, sind die positioniert. Ein zweiter Trend, das kommt so immer phasenweise, die Gründungsväter von der Sieger kennen das und uns freut es sehr, dass das ja überdurchschnittlich viel wieder Industriebetriebe anwesend sind. Die gehen nicht ihre Produkte zeigen und ihre Dienstleistungen einfach so, weil sie uns das verkaufen wollen. Aber Ziga ist eine tolle Plattform, um sich präsentieren als Firma und zu zeigen, man hat leistungsfähige Arbeitsplätze, interessante Arbeitsplätze und man sucht immer noch Nachwuchs, man sucht Lehrlinge. Also das ist toll, dass die Firmen bei uns sind, auf der Ziga und mitmachen. Und dann ein letzter Trend, das ist vielleicht auch ein Trend und einmal ein Entscheid von SIGA-Messeteam gewesen. Wir haben den ganzen Aussenbereich massiv reduziert und das Ganze einfach, weil der Aussenbereich ist halt immer, jetzt noch auch anfangs Mai, sehr wetterabhängig, sehr wettersensitiv. Also wenn Sie 500 Meter mal durch den Regen durchlaufen, und das kann es ja auch nächste Woche wieder geben, ist das nicht sehr attraktiv. Wir haben dafür alles, praktisch alles ins Trockene, in die Zelte hineingenommen. Ich glaube, das wird sich bewähren. In diesen Zelten gibt es auch Sonderschauen. Was für Sonderschauen dürfen wir im 23. geniessen? Ja, Sie dürfen sich auf zwei nebst der normalen Ausstellung auf zwei ganz tolle Sachen freuen. Wir haben die Sonderschau «Herzhaft gesund». Und Sie wissen vielleicht, das ist ein Präventionsprogramm, das schon seit mehr als oder seit jetzt 20 Jahren läuft, wo sich um die Verbesserung vom physischen und psychischen Wohlbefinden drüllt. Und natürlich auch Präventivmaßnahmen sind da immer im Vordergrund, wenn es darum geht, um Herz-Kreislauf-Themen, um Brustkrebs, Prostatakrebs oder Darmkrebs. Und da hat
die Initiativen und die Kampagnen eigentlich sehr viel gemacht. Und wenn Sie jetzt da durch die Ausstellung dann gehen, auf den Stand, dann haben Sie sogar die Möglichkeit, und wenn Sie das wollen, mal durch einen menschlichen Darm durchzulaufen. Das kann man ja nicht alltag, aber da an der Siga können Sie das selbstverständlich. Und dann kommen Sie dazu noch ganz einen Haufen interessante Informationen über. Also müssen Sie unbedingt anschauen, mit sehr viel Charme und Ideenrichtung ist das aufgebaut. Das Zweite, das Thema Abfallverwertung, haben Sie am Ende von der Piazza in einem eigenen Zelt, haben wir da tolle Sonderschau können auf Aziga bringen. Sie alle kennen das Chemie in Buchs und sehen den Rauch und dann ist klar, da wird etwas verbrennt. Und das war eigentlich auch meine Wahrnehmung. Und da geht es aber noch um sehr, sehr, sehr viel mehr als nur um Verbrennung. Da geht es um das Thema Recycling, da geht es um das Thema Kompostierung. Dann geht es natürlich um das Thema die thermische Verwertung. Und schließlich geht es noch in einem ganz grossen Mass um die Energiegewinnung. Und man kann es eigentlich zusammenfassen, diese Sonderschau will Ihnen zeigen, wie man heute aus Abfall Wert gewinnen kann. Das ist extrem eindrücklich, auch wunderbar dargestellt. Die Sonderschau ist ein absolutes Must, müssen Sie unbedingt durch und lassen Sie sich ein bisschen inspirieren. Und ich bin sicher, auch Sie kommen nachher ein ganz anderes Gefühl zum Thema Abfall über und was mit dem passiert, müssen Sie unbedingt anschauen. Merci vielmals. Etwas, was sicher alle interessiert. Wir haben jetzt unfreiwillig einmal eine vierjährige Lücke gehabt. Normalerweise Siga natürlich den Dreijahresrhythmus. Wann gibt es die nächste Siga? Ich denke, wir werden nach der Messe, wie das so üblich ist, wir werden unsere Aussteller die Frage stellen. Das machen wir ja nicht einfach für uns so, sondern wir machen da, was unsere Aussteller, unser Gewerbe sich wünscht und braucht. Es gibt ja den Satz so, das Gras muss der Kuh schmecken und nicht dem Bauern. Nach dem Motto gehen wir vor. Wir fragen euch, fragen, geschätzte Aussteller, möchtet ihr das wieder im Dreijahresrhythmus? Wir als Siga Messeleitung meinen, das ist die richtige Form, aber das werden wir genau ausloten. Am Schluss muss das für die Aussteller passen, für die Partner, für die Sponsoren muss das passen. Also das wird dann der Entscheid sein, wenn wir die nächste Siga machen, dann wäre es dann 43 Jahre. Dann bleiben wir jetzt zuerst einmal noch bei dieser Siga, bevor wir zu der weiteren Planung kommen. Und apropos Planung, natürlich habt ihr zwei eine riesige Arbeit geleistet, das ist ganz klar, aber ihr habt auch nicht alles allein gemacht. Ihr habt sehr, sehr ein engagiertes Team hinter euch, sehr ein starkes OK. Und ich glaube, die möchten wir jetzt mal auf die Bühne holen, dass wir mal sehen, wer da alles mitgeschafft hat. Genau. Das machen wir sehr gerne. Also Sie müssen wissen, so eine Siga, das ist eine hochkomplexe Arbeit und eine hochkomplexe Organisation. Und ohne sehr, sehr viele Helfer geht das nicht. Vorab einmal muss ich sagen, wir haben über 100 Helfer, die uns da mit ihren fleissigen Händen unterstützen. Aber ich sage jetzt, die Kernaufgabe die wird vom Verwaltungsrat und vom OK-Team gemacht. Und das würde ich Ihnen jetzt gerne vorstellen und würde meine Kolleginnen und Kollegen hier auf die Bühne bitten. Mal als erstes Pfauer-Kollegen, ich weiss nicht, ist der Damir in der Zwischenzeit da? Auf jeden Fall dann der Damir Rukavina und der Thomas Wachter. Dann haben wir der Thomas Kehl, Verwaltungsrat, der sorgt dafür, dass wir auf den Ständen, die das wählen, haben, Wasser haben und dass das Wasser auch wieder weggeht. Sie müssen sich vorstellen, wir haben auf rund 30 Ständen hat er die Standbesitzer mit Wasser versorgt. Thomas Kehl. Dann haben wir Marketing und PR. Der Markus Roth wieder zurückgeholt. Markus, du hast uns da sehr gut begleitet auf dem Weg. Auch du, komm doch bitte rauf.
Wir haben dieses Jahr am Sonntag einen Sonderanlass, die Sportarena. Und weil wir vielleicht nicht so sportlich sind, haben wir ganz einen Sportlichen ins Team geholt. Der Leo Reimann hat uns verstärkt und hat für uns die Sportarena organisiert. Leo. Dann kommen wir zu unseren beiden Rookies, wenn man so sagen darf. Die beiden Bauchefs, der Stefan Ackermann und Andi Bührer, die haben das erste Mal gemacht und ich muss sagen, ihr habt einen super, super Job gemacht in einem Umfeld, wo alles andere als einfach war. Steffi und Andi. Sie sind assistiert worden von einem alten Bekannten, sehen aber davor nicht. Albi, bist nicht da. Albi, komm auf die Bühne. Denn die Kerstin dort, ich weiss nicht, sie macht etwas ganz Wichtiges, ist sie wahrscheinlich nicht da. Die schaut, dass Geld reinkommt in die Kasse. Die ist jetzt am Billett verkaufen, wie verrückt. Kerstin hat das auch wunderbar gemacht. Sehr gut. Dann etwas ganz Wichtiges ist Gastronomie. Und da hat uns Karin Etter. Wo ist sie? Irgendwann. Ah, da kommt sie. Karin, komm. Karin schaut, dass es uns immer gut geht, dass wir immer genug zu trinken haben. Und hat jetzt, auch, muss man sagen, sie hat schon zwei Monster-Anlässe gehabt. Böllni Guggen, Jubiläumsfeier, hat sie auch gemanagt. Plus dann bei den Raiffeisen-Branches, die stattgefunden haben am letzten Wochenende, einen ganz hervorragenden Job. Danke vielmals, Karin. Denn das ganze Zeug, das wir hier da machen, das funktioniert eigentlich nur, wenn auch die Administration richtig und konsequent und genau funktioniert. Und für das haben wir Claudia Stopp. Claudia, komm doch bitte rauf. Das ist unglaublich. Unglaublich, die Menge an Briefen, an Telefon, an Ticketversand, sie da muss managen und sie macht das in einer hervorragenden Zuverlässigkeit. Und dann, selbstverständlich, last but not least, der Jürg als Messeleiter, wo auch Messe 23 wieder generalstabsmässig organisiert hat. Ich kann sagen, da gibt es, das ist nicht übertrieben, Tausende. Es gibt Tausende von Einzelfragen, die er ganz minutiös geplant, aufgeschrieben hat und uns super organisiert hat. Da gibt es wirklich nichts, aber auch gar nichts, wo am Zufall überlassen worden ist. Es ist alles vorbereitet gewesen und darum haben wir auch in einer angenehmen Ruhe können arbeiten. Und das Ergebnis sehen Sie da und sehen Sie nachher im Rundgang. Geschätzte Damen und Herren, Ihr Siegerteam. Hey. Danke. 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 Merci vielmals, lieber Markus. Du gehörtest ja eigentlich selber auch noch in die Reihe, natürlich. Nochmal ganz einen grossen Applaus für das ganze Siga OK-Team. Merci vielmals. Es ist mir eine grosse Freude und ein grosses Anliegen, allen unseren unterstützenden Partnern Danke zu sagen. Ich fange an mit der St. Galler Kantonalbank als unsere Messepartnerin. Wir sind stolz darauf, die Unterstützung von der Kantonalbank zu haben. Die Zusammenarbeit in Form von Presentingpartner, von der Gesamtmesse, als Teilnehmer auf der Messe, das ist vorbildlich. Ich habe eine riesige Freude, mit der Kantonalbank zusammenzuarbeiten. Sie gibt uns einen starken Rücken, sie gibt uns einen sicheren Halt. Einen herzlichen Applaus für die St. Galler Kantonalbank als unsere Presentingpartnerin. Danke.
Wir haben drei Hauptsponsoren, die uns auch vor allem mit der Infrastruktur und allem unterstützen. Firma Keppeli, unser sehr bewährter Partner im Tiefbau, Lehner Akustik, Licht, Bild, Ton, wie Sie es heute wieder erleben dürfen und in jeder Partynacht. Danke auch als Regie-Team. Wunderbar, es klappt einfach immer alles. Und dann, damit wir wirklich nicht verdurstet, haben wir ja mit Schützengarten einen Lieferant, wenn ihr hinter hier den Pisten geht, die Kühlwägen anschaut, das ist gigantisch. Also es sind etwa mittlerweile 8 Kühlwägen auf dem Areal, die nicht nur ein gutes Bier bringen, sondern auch sonst einen Haufen Getränke, kühle Getränke bringen. Danke an das Schützengartenteam, herzliches Danke für uns Unterstützen. Merci. Wir haben auch zwei sogenannte Mobilitätspartner, das Haus Autowalser und Busser Ganserland-Werdenberg. Das ist schon speziell. Wir haben eine eigene Bushaltestelle jetzt. Die heisst Messegelände. Die ist offiziell eingetragen, hat zwei Haltestellen. Einfach während einer Woche, alle 30 Minuten fährt der Bus hier bei uns. So können Sie problemlos als Fuß bzw. eben mit dem Bus zu uns kommen. Danke für die Unterstützung. Mode Weber, das sind die netten Damen und Herren, die uns hier in so Gewändchen hineinkleiden. Mode Weber macht das auch seit einigen Jahren schon. Wir freuen uns jedes Mal, wenn wir wieder dürfen, so ein schickes Outfit ausprobieren. Und ich hoffe, wir können auch dann am Ladies Day, wenn der Sheran van Rooyen, unser Stilexperte, anwesend ist, mit unserer Bekleidung von Mode Weber überzeugen. Danke vielmals. So, ich schlage vor, jetzt soll ich mal Markus übergeben. Wir haben einen Servicepartner, das sind sehr viele. Markus, ich glaube, auch hier ohne die Unterstützung wären wir hier nicht ganz die Hälfte, aber es ist ganz toll auf alle weiteren Funktionen, die wir hier zählen dürfen. Bitte. Genau, danke vielmals, Jürg. Ja, also Sie sehen, die Liste ist lang, oder? Und wenn wir anfangen bei der Arvole, die schaut, dass es am Morgen wieder sauber ist, die eine, die uns unterstützt hat bei den ganzen Auftritten, dann die Visa, Elektroretus, das Zeug muss alles verkabelt werden und muss selbstverständlich kontrolliert werden, oder? Die unterstützen uns da, EW Melz bringt uns den Saft da, wir haben den eigenen Trafo da vor dem Haus, damit das auch alles gut läuft. Dann Festverhalle vermietet die Frauenfeld, das ganze, die ganze Infrastruktur, auch tolle Zusammenarbeit mit dem Sandro, ganz herzlichen Dank an die Festhallenvermietung. Gmünder und Kehl, Wasser haben wir bereits angesprochen, Hotel Post, wo uns hilft, die auswärtigen Gäste und Gruppen, die übernachten wollen, zu unterstützen, Coffee Center, Konzept 5, auch Strom, wo die uns da unterstützen, Krüger, Heizung. Wir hoffen natürlich, dass es nicht allzu kalt wird, aber jedes Zelt ist gut beheizt, das macht uns Krüger. L'Aquilina, in ein paar Minuten werden sie dann ihre Produkte dürfen geniessen, Wasser, Migros, Parkplätze, Müll zu trinken. Möbel Pfister stellt uns da die Sachen zur Verfügung. Bei Zollbahnen ist im Bereich Kassen ein bisschen aktiv. Dann Versicherungsbroker Putt macht mit. Dann logischerweise ganzer Länder Druck, wo wir alle unsere Sachen drucken. Dann Sprecher Security, die schauen, dass wir nicht gestohlen werden. Mit denen haben wir auch eine gute Partnerschaft. Tanner Werbetechnik, Toilet King, zwischendurch, wenn man viel trinkt, dann muss man auch mal ein Sörtli. Und last but not least, Melzer Rathauskeller, wo auch uns unterstützt mit ihren feinen, guten Tröpfen. Danke an die Rathauskellerei. Dass alles klappt beim Verkehr, beim Einweisen in die Parkplätze, haben wir eine ganz tolle Crew. Das sind Verkehrskadetten St. Galler Oberland. Wir unterstützen auch sehr gerne den Verein von diesen Jugendlichen. Wir finden es eine sehr tolle Freizeitgestaltung.
Wir freuen uns auch, wenn man immer freundlich ist mit den Verkehrskadetten. Sie machen einen super Job und sie verdienen es auch, manchmal ein freundliches Wort, auch wenn es nicht immer leicht ist, einen Parkplatz zu finden. Parkplätze haben wir hier, in der Region, wo wir hier sind. Wir haben etwa 1500 Parkplätze. Das ist ganz einfach, einen Parkplatz zu finden. Man muss nur manchmal halt einmal 200-300 Meter einmal zu Fuß noch laufen. Danke. Unsere Medienpartner sind sehr wichtig und sie sind Partner. Also es ist wirklich ein Hin und ein Her. Sie berichten fantastisch über die SIGA-Messe im Vorfeld, hinten nachher. Und wenn wir jetzt neu in diesen modernen Archivos haben, eben geht es so 40 Jahre zurück, schauen, es staunt. Also was man in diesem Archiv finden kann, was dort früher alles mal auf dieser SIGA schon war, über was berichtet worden ist, das macht wirklich uns stolz. So ganze Länder haben wir, der W&O, wir haben FM1, wir haben Radio Melodie, Südostschweiz, also das Radio Südostschweiz, exklusiv.li, Wirtschaft Regional, Livo und display.aktiv. Ihr macht das toll und wir bedanken uns für eure Berichterstattung ganz herzlich schon im Vornherein. Merci. Ja, also, bevor es weitergeht, dürfen wir uns halt auch noch bei anderen Themen, Sponsoren oder Leistungserbringer bedanken. Die Standortgemeinde Melz hat uns grosszügig unterstützt. Danke, Guido und dein Team. Kanton, Behörden, verschiedene Gemeinden haben uns unterstützt, was auch ganz wichtig ist. Sie wissen, wir sind auf der grünen Wiese. Die grüne Wiese gehört den Bauern und die Bauern stellen uns das Gelände jeweils zur Verfügung. Und wir wissen natürlich, dass das je nach Wetter sieht der Boden nachher nicht ganz schön aus, aber wir geben uns Mühe, den möglichst gut zurückzugeben. Dann haben wir einen Haufen Nachbauern da rundherum und die sind eigentlich auch sehr grosszügig mit uns, die Einkaufszentren, aber auch die Wohnbevölkerung, die ein grosses Verständnis hat, dass wir da halt ab und zu ein bisschen Lärm machen, aber das gehört da in Melz halt auch dazu. Und dann natürlich an alle Aussteller und Partner, oder? Wir haben 375 Aussteller und Partner, wo wir hier an der Messe dürfen mit ihnen zusammenarbeiten und denen ganzes herzliches Danke. Und bei denen über 100 Helfer, die habe ich vorher schon erwähnt, auch denen ganzes herzliches Dankeschön. Sie.
habe sie gewarnt, laut, wild und bunt. Und genau so ist es gekommen, wenn man den Pflumser Verein hier auf die Bühne holt. Es sind von 25 Vereinen Delegationen hier oben. Und zu euch dazu möchte ich noch zwei Pflumser Persönlichkeiten auf die Bühne aufholen. Es sind der Christoph Gull, der Gemeindepräsident von Pflums, und Rita Zimmermann, Präsidentin vom Gewerbeverein. Bitte schön. Herzlichen Applaus. Rita, ich fange mit dir an. Sind die Gewerbevereine bereit? Ja, die Gewerbevereine sind voll bereit. Ich bin gestern Abend um 8:30 fast allein noch durch unser Gewerbevereinszelt gelaufen und ich verrate auch nichts. Aber ihr könnt euch auf ein ganz tolles Zelt freuen. Das wäre natürlich meine nächste Frage gewesen, ob du etwas verratest, aber das ist mir chancenlos. He? Also dann machen wir es anders. Verrat uns doch bitte, auf was du dich freust an der Siege. Also ich persönlich freue mich auf den letzten Tag, Abend. Zum einen wegen der Monroes. Zum anderen habe ich ganz grosse Freude, wenn die Gewerbler dürfen auf 9 erfolgreiche Tage zurückschauen. Jetzt ist es so, der Aufwand ist ja auch nicht ganz außer Acht zu lassen, den man immer hat mit so einem Gewerbeverein für Ziegen. Wie ist es? Habt ihr aber schon nicht nur Aufwand gehabt? Ihr habt auch noch Zeit gehabt, um euch ein bisschen darauf zu freuen? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben uns über die Anfrage sehr gefreut und auch, es ist eine grosse Ehre für uns, Pflumser Gewerbler. Wir haben uns sofort an die Arbeit gemacht, haben ein super OK-Team hinter mir gehabt und der Aufwand, den wir in den letzten Monaten, ist relativ schnell in Freude übergegangen, wo wir gesehen haben, das grosse Engagement, das grosse Interesse von der Gemeinde und auch von den Gewerblern. Und ich möchte an dieser Stelle allen recht herzlich Danke sagen, weil ohne Gewerbler und ohne Gemeinde hätten wir nicht dürfen, so ein tolles Zelt euch heute oben präsentieren. Da können wir uns natürlich nur anschliessen. Herzlichen Dank an dich und den Gewerbeverein, was ihr für Ziege alles geleistet und vorbereitet habt. Und ich bin unglaublich gespannt, weil alle so ein Geheimnis daraus machen, was da los ist. Ja, Christoph, es ist unglaublich heiß da oben, aber ich hatte Hühnerhaut vorher bei diesem Einzug. Wie ist es dir gegangen? Ja, ich auch. Natürlich hatte ich Hühnerhaut. Ich meine, Verein, die spielen eine ganz wichtige Rolle, vor allem in einer ländlichen Gemeinde, in einer ländlichen Region, wie wir da sind im ganzen Land. Wir haben die letzten Jahre bei uns in der Gemeinde Pflums uns auf die Fahne geschrieben, die Attraktivität von Pflums als Wohngemeinde weiter zu steigern. Und auch da braucht es ganz viel, aber ein wichtiges Puzzleteil, das sind die Vereine. Sie stellen sicher, dass wir ein vielseitiges, ein abwechslungsreiches Freizeit-, Sport- und Kulturangebot haben und tragen damit ganz wesentlich zur Lebensqualität in einer Gemeinde und so auch in Pflums bei. Und in dem Sinn möchte ich Danke sagen, recht herzlich danke allen Vereinsvertreterinnen und Vertretern, die heute gekommen sind. Und ganz allgemein allen Vereinsfunktionärinnen und Vereinsfunktionären, die bereit sind, sich ehrenamtlich zu engagieren. Herzlichen Dank. Was bedeutet es für eine Gemeinde, natürlich auch eben, nebst sicher auch wieder ein bisschen Aufwand, Gastgemeinde zu sein an der Siga? Ja, als wir dort mal angefragt worden sind von der SIGA-Leitung, haben wir nicht lange überlegen im Gemeinderat. Wir sind von Anfang an eigentlich voll motiviert und engagiert gewesen und haben, glaube ich, die Motivation auch können schnell auf den Gewerbeverein überspringen lassen. Ja, auf der einen Seite sind wir überzeugt, dass der Gastgemeindeauftritt auch zeitlich ausgezeichnet zum aktuellen Stand von der Gemeindeentwicklung. Pflums hat sich in den letzten Jahren recht positiv entwickeln und wir haben damit die Chance, unsere Gemeinde an einem regionalen Publikum, aber auch Zuzügerinnen und Zuzüger, die bei uns schon zu wohnen gekommen sind, ein bisschen näher zu bringen. Als Gemeindepräsident freue ich mich aber auch und bin stolz auf unser Gewerbe. Wir haben nicht nur die 4 grösseren Firmen, die weit über die Regionen bekannt sind, Seilbahnbauer Bartolet, Mülli Grüninger,
Flumrock und Bergbahnen Flumser Berg. Nein, wir haben nach wie vor ein starkes Gewerbe und für das starke Gewerbe ist das eine ausgezeichnete Plattform, sich an einem regionalen Publikum zu präsentieren. Und natürlich hoffe ich und wünsche, dass die Flumser Unternehmen mit vollen Auftragsbüchern nach diesen 9 Tagen heim können. Mir bleibt nur noch, mich bei Ihnen allen ganz herzlich zu bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute am Kickoff und an der Eröffnung der SIGA persönlich dabei zu sein. Und das 40 Jahre nach der allerersten Durchführung. Im Namen des ganzen SIGA-Teams wünsche ich Ihnen in den kommenden 9 Tagen viel Freude und vor allem, vergessen Sie eins nicht, geniessen Sie es, das mal ganz besonders, dass wir endlich SIGA wieder dürfen persönlich erleben. Und jetzt nochmal ganz einen grossen Applaus für die Alphorn-Gruppe Jüri.